Herzlich Grüezi aus Mappenzellerland. Ich bin Denise Antoinette Sonderegger und weiter geht's mit unserem Ausflug in die 12 Sternzeichen, in die Planeten und Häuser. All das, was Einfluss hat auf die Business-Astrologie und dementsprechend auch auf dein Business-Konzept, dein Angebot und. Heute geht es um den Krebs. Der Krebs, das vierte Sternzeichen, hat Geburtstag Juni bis Juli, immer so Mitte Juni bis Mitte Juli, und ist das vierte Zeichen, und das ist wieder eine ganz andere Energie. Hatten wir am Anfang diesen Widder, der sehr kraftvoll losstürmt, kam nachher der bedächtliche Stier, der seine Zeit braucht, bis er Entscheidungen treffen kann, dann aber wie auf Schienen läuft und sein Ziel verfolgt und erreicht. Dann kamen wir zum Zwillinge. Zwillinge ist so eine quirlige Energie. Das sind Menschen, die sehr kommunikativ sind, die gerne in Netzwerken unterwegs sind, sehr intellektuell sind und. Und jetzt kommen wir wiederum zu einer komplett neuen Energie. Und das macht ja die Astrologie so spannend. Und ich möchte einfach hier nochmals erwähnen, wir haben alle diese Anteile drin in uns. Die einen sind stärker benotet als andere. Und jetzt beim Krebs ist es so, das ist die Mutter. Die Mutter, das ist eine sehr fürsorgliche, in der Regel liebevolle Energie. Das ist eine Energie, die immer für andere schaut, dass es den anderen gut geht und die eben sehr omnipräsent ist, ihre Rolle zu übernehmen. Das Sternzeichen Krebs geht zusammen mit dem vierten Haus. Auch da geht es um Familie. Da komme ich dann später in einem nächsten Video drauf zu sprechen. Und wir haben eben als Ergänzung dazu den Mond. Mond eigentlich ja weiblich und steht für die Emotionen, und das passt so hervorragend zur Mutterrolle. Und wenn du jetzt im Sternzeichen Krebs geboren bist, schau mal, wie viel von dem, was ich da kurz, knapp, knackig erwähnt habe, was bei dir zutrifft. Weil je mehr wir in unserer, ich sage jetzt, Essenz drin sind, in der Essenz unseres Sternzeichen oder Sonnenzeichen, wie ich es nenne, desto stärker ist unsere Ausstrahlung. Natürlich, wir haben innen das Sternzeichen, außen das Strahlen des Aszendenten, das dafür sorgt, dass wir eben so sind, wie wir sind. Und natürlich die Planeten in den verschiedenen Häusern akzentuieren das. Und wenn du jetzt Krebs bist, schau mal, ob dieses Fürsorgliche bei dir zutrifft und ob du diese Rolle eben auch gegenüber deinen Kunden wahrnimmst und wo genau, dass du das wahrnimmst. Und natürlich kommt da noch der Aszendent dazu, aber du kannst von dir aus mal schauen, ob du dein Business schon in dieser Krebsenergie so ein bisschen auf- und ausgebaut hast. Und dabei wünsche ich dir viel Spaß und Erfolg. Und wenn du jetzt sagst, das interessiert mich, möchte da noch mehr wissen, ich mache jeden Monat einen Workshop mit der entsprechenden Energie. Jetzt ist Stier dran als nächstes. Wieder sind wir schon durch. Stier und Venus, da geht es eben um das Schöne, um die Ressourcen, um Geld und eben auch herauszufinden, wo in deinem Horoskop eben die Ressource Geld steckt, als Beispiel. Und nein, keine Angst, du musst da nicht Astrologie studieren in diesen Workshops, die ich anbiete. Die sind immer sehr familiär in einem Rahmen bis zu 15 Leuten. Schaue ich mir, wenn ich deine Einwilligung habe, eben genau, wo das deine Venus und welche Konstellationen da in deinem Horoskop stehen, um dir Informationen zu geben zu deinen Ressourcen,
Das sind unterschiedliche Ressourcen, natürlich auch das Geld. Wenn dich das interessiert, geh gerne auf flamingoakademie.com und da bekommst du weitere Informationen und kannst dich anmelden. Ich finde es hochspannend. Ich habe ja Marketing studiert und ganz lange Jahre im Marketing gearbeitet. Für mich ist der Ansatz über die Energien der Sternzeichen, der Aszendenten und all dem, was im Horoskop drin steht, höchst spannend, vor allem weil es dem entspricht, was ich immer gesucht habe, nämlich das, was im Außen in der Natur passiert, mit den Energien der Natur eben zu arbeiten, das entspricht mir sehr. Und da habe ich jetzt eben den Schlüssel dazu in der Astrologie, in der Business Astrologie gefunden. Ich freue mich, wenn du auch morgen wieder dabei bist. Dann schauen wir uns den Aszendenten an. Und es ist so eben, das Sternzeichen ist das, was das Innere zum Glühen bringt. Und der Aszendent ist das, was du dann nach außen ausstrahlst. Und natürlich kann es sein, dass du Doppelkrebs bist, also Sternzeichen und Aszendent. Das gibt es immer mal wieder. Oder wie bei mir jetzt, ich bin im Sternzeichen Fisch geboren und mein Aszendent ist Stier. Und das gibt höchst spannende Konstellationen, vor allem eben, wenn wir dann noch schauen, wo die Planeten stehen. In diesem Sinne freue ich mich, wenn du auch morgen wieder dabei bist und schicke dir ein von Herzen kommendes Juhu! Tschüss, mach's gut.